aus der Familie Bedard. Okay. Ich hoffe jetzt mal einfach nicht, dass hier wieder super viele erfrorene Leute sind. Gibt es denn hier überhaupt Menschen? It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. Okay. The house smelled like incense. The kind that reminds you of the good Lord, of peace. Yeah. Hallo? Irgendjemand zu Hause? Das ist ja geil. Interessante Sonne, in der Tat. Ist das die Holy Bible? Ja, La Bible. La Bible. Religion was very influential throughout Quebec many years ago. Indeed, it was surprising that Carl did not come across a single chapel since arriving here. The perfect cookie-cutter Catholic family, most likely attending church every Sunday. Windeln trocknen. Ganz was The family's mother must have spent her days washing the filth off her kids' diapers. Who knew that giraffes thrived in the North Pole? The craze for toys was stupefying. Okay, ich gehe mal davon aus, dass hier auch mal wieder niemand ist. Love of religion and ancestors was rooted deep inside the hearts of Canadians of old, to which the Bedards appeared to be closely related. Muss doch irgendwo ein Lichtschalter sein. Carl wasn't desperate enough to invade a village woman's privacy. Carl wasn't desperate enough to invade a village woman's privacy. Genau. Er nimmt sich alles Mögliche, was er finden kann, aber das Tagebuch einer Frau. Oh, oh, oh. Auf keinsten. Oh. Dreamcatchers originated from First Nations legends. They were used to trap nightmares. So. Unterwäschen, Gedöns, denke ich, Socken. Ach so. Also von der Frau das Tagebuch nehmen ist doof. Been the closest man in the village to William Hamilton, otherwise known as Uncle Willie. Aber von Marie das Tagebuch nehmen, das ist voll in Ordnung. Ich führe ein Tagebuch genauso wie Mama. Aber ich mache kein langes Gesicht, wenn ich was aufschreibe, denn ich schreibe gerne über meine Gedanken und am liebsten über Martin. Über mich! Ha, klasse! Ich liebe es, über ihn zu sprechen. Ich glaube, er liebt mich auch. Aber auf jeden Fall. Romeo und Julia, bla 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 bla. Ich habe keinen Appetit mehr. Kann nicht mehr schlafen. Starken Zitternfällen heimgesucht. Bringt mich zu Doktor. Bla bla. Der fasst mich mit seinen Wurstfingern überall an. In seinem Mundgeruch ganz zu schweigen. Ekelhaft. Ich bin noch nicht krank. Ich bin verliebt. Achso. Oh, okay, hier. Nichts mag ich. Ist ja auch immer. Tja, ob er wohl den Schlüssel wieder hat, den ich vor ein paar Tagen fallen gelassen hatte. Das hatte ihn ziemlich traurig gemacht. Und zwar der Schlüssel zur Gartenlaube von seinem Vater. Und Martin fürchtet sich immer vor seinem Vater. Ich glaube, Martins Vater ist ein bisschen so wie Papas Gott. Der Schlüssel ist in einem Graben neben der Laube gefallen. Aber Martin. Er hat geheult. Ja. Ist auch traurig. Mama weint oft.
Ja, aber sie hat keinen Grund zum Weinen. Dass manche Notare. Das ist etwas komplizierter. Manche Kerle sind nicht so schlimm. Wie Martin meinte, als ich ihn heute Morgen für das Büro gesehen habe, hat er mir gesagt, dass ich ihn Onkel Willi nennen soll. Das fand ich ganz lustig. Und er hat mir Süßigkeiten gegeben. Ja, gut miteinander außen. So, auch, sich mit dem Pfarrer unterhält. Das ist ein schreckliches Medikament von Dr. Unterstucken, denn sonst hätte ich nicht überlebt, hat er zumindest gesagt. Martin habe ich seit Wochen nicht mehr gesehen. In der Schule war ich auch lange nicht mehr. Papa betet schon seit einer ganzen Weile. So ein Onkel will jagen. Ich glaube, es hat mit dieser Medizin zu tun, die sich nur der Reiche leisten kann. Papa hat mir gesagt, dass er bis zu seinem Tod für Onkel Willi beten wird. Meine Güte. Erste Frage jetzt, wenn ich frage mich, wovon beten wird. Kann man da so dumm sein? Fitter wird sie auch noch. Sie heult die ganze Zeit herum wie ein kleines Kind. Es geht mir so auf die Nerven. Ich bin heute Martin begegnet. Der hat ziemlich dünn ausgesehen. Auch wie dreckig. Er sieht auf jeden Fall nicht so fein aus. Okay. Alles irgendwie seltsam. Was ist das hier? Das ist doch mit Sicherheit. Da das Viech. Naja. Okidoki. Also haben wir schon. Ah! Schließ sie. Bla bla bla. 100 Punkte in der Klausur gekriegt, bravo. Streichhölzer, immer gut. Ja, Telefon, klar. Polaroids. Nichts. Faden anbringen. Erstmal einen Faden finden. Ich habe keine Flasche mehr. Jo, alles mal aufmachen, überall mal reingucken. Ah, der Fernseher ist auf der anderen Seite. Das stimmt wohl. Das ist eigenartig. Ist kein Kleingeld zu finden. Ich will jetzt auch hier nicht das Kleingeld klauen. Good Paul VI, appearing papal. His crooked fingers gave the impression he was about to bestow a miracle. Oh. Dann geht's wieder raus. Gut. Dann machen wir mal wollte ich eigentlich sagen? Okay, die geht auf magische Weise zu. Okay, sie sagt, es ist in einem Graben. Horace smiled at the sight of the nicely protected garden. Hopefully, the Bedards had managed to dig every last potato out before the sudden snowfall. Endlich mal eine Garage hier. Eine Flasche, die kann ich gleich nochmal mit Wasser füllen. Nichts funktioniert hier, ne? Aber Radio. Eisenwaren. Ah, oh, das hat schon was von The Long Dark. A true Catholic always strives to keep lowly temptations at bay. Obviously, Carl thought, someone in this house wasn't doing a good job at upholding the Holy Bible's teachings.
Oh. Leerer Benzinkanister. Ist in einen Graben nähe der Laube gefallen. Ist denn hier ein Graben? Irgendwie nicht. Ich glaube, ich hole mal hier mein Polaroid-Gedöns raus und schau mal, ob es hier irgendwie... Spuren gibt? Nein. Auch nicht. Gut, dann nochmal rein in die Bude. Alle Türen, alles wieder zu. Auch nicht schlecht. So. Willkommen zurück. War der Ball schon die ganze Zeit hier? Den habe ich doch vorhin. Der war doch... Ach, hier liegen überall die Bälle. Alles klar. So, ich habe entschlossen. Ich werde... Also hier habe ich mich ja komplett umgeguckt und so weiter und so fort. Ich werde wieder zurück. Stress, schlechter und sprintet kürzere Strecken. Warum ist er denn gestresst? Verstehe ich nicht. Ich werde wieder zurück zum Gemischtwarenladen gehen. Weil ich habe da mit Sicherheit was vergessen. Ich bin jetzt so weit mit... Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man kann hier eigentlich auch überall mit dem Auto hin. Von daher... würde ich sagen... Weil ganz ehrlich, irgendwie... Ich muss ja diesen Generator eigentlich auch reparieren. Brauche ich hier jetzt richtig lang? Ja. Ja. Hier in den Postkasten habe ich noch nicht reingeguckt. Oh, ein Brief. Sie haben Ihre Beschwerde über den Einsturz einer Naturhöhle nach Ihrem Grundstück sehr untersucht. Aufgrund des Umstandes ist das kein tatsächlicher Sachen. Personenschaden können wir die Untersuchung jedoch nicht fortsetzen. Die Naturhöhle kann nicht als Privateigentum gelten. Darüber hinaus sind ihre Forderungen hinsichtlich des Landrutsches, der sich bei der Mine von Heidenhaus nachvollziehen, wenn wir ein Grundstück auf jeden Fall ausreichend sichern. Also, okay. Gut. Ah, da vorne ist das Auto vom Typi. Übrigens, man kann die Erzählstimme so ein bisschen bändigen. Ich habe sie jetzt so eingestellt, dass sie nur noch Wichtiges erzählt. Weil er hat mir doch ein bisschen zu viel zwischendurch gequatscht. Okay. Also er liegt immer noch hier. Okay, irgendwie. Ah. Aha. Aha. Zigtausend Schubladen habe ich hier vergessen zu öffnen. Oh, und direkt in der ersten liegt ein Schlüssel. Werkstattschlüssel, ja, hau ab, ey. Hätte ich auch mal direkt drauf gucken können. Schuldnerliste, ah, Louis Blaze. Ah, okay. Das ist eine Firma, Rang. Okay. War ich gerade nicht bei irgendeinem
Bedard bei irgendeiner Familie? Ich glaube, ich war bei den Bedards, ne? War das so? Aha. Interessant. Gut zu wissen. Na! Oh, hätte ich doch mal einfach direkt in diese Schubladen geguckt. Hier ist einfach alles. Okay, er sammelt anscheinend Vogelfutter oder so. Na, ist ja auch egal. Ja, super toll, ey. Jetzt habe ich natürlich auch den Stuff, um hier das alles zu reparieren. Oh, anscheinend doch nicht. Eine Schere fehlt mir. Naja, aber ich habe ja den Schlüssel jetzt für die Werkstatt. Das heißt, wir gehen jetzt mal in die Werkstatt rein. Okay, erstmal zumachen, denke ich, schätze ich. So, schauen wir doch mal. Wir brauchen auf jeden Fall... Irgendwas brennt doch hier. Ach, das ist bestimmt draußen. Der sauberste Bereich hier. Nichts. Eisenwaren. Ah, die Schere. Die benötigte. Okay. Weil er das Gaffertape ja nicht einfach mit der Hand abreißen kann, ne? Okay, das lassen wir. Ist das die Milch? Nee. Was ist hier noch? Lässt sich anscheinend nicht starten. Oh. The crowbar was stuck under the lift. Notwithstanding Carl's imposing stature, car lifting wasn't part of his skill set yet. Ja, verstehe. Aber wie kann man denn... Hier muss ja irgendwas... Irgendwo muss ja irgendwie so eine Art Schalter sein. Okay. Ne, das ist die Brechstange. Ah! Staring intently at the controls won't be enough to make that lift budge. Okay. The poor thing was out of power. Alles klar, alles klar. Das kriegen wir hin. Kurz am Feuer ein bisschen aufwärmen. Das komische Eiszeug ist immer noch da. Super. Das haben wir doch geschafft. So, jetzt war ja... Jetzt wissen wir ja, hier steht ja drauf, man kann die Garage nicht gleichzeitig mit dem Laden bedienen. Das heißt, ich werde jetzt die Garage... The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Strom vom Generator. So. Na nun, dann wollen wir doch mal gucken. Jetzt wird doch hier alles. Ja, guck mal, hier ist schon was an. Was ist denn eigentlich mit der Lampe hier? Kann man die nicht anmachen? Gut. Aha. At long last, the crowbar was within Carl's grasp. Surely it would come in handy at some point. Hm. Ups. Kann ich damit jetzt Sachen einschlagen? Im Dunkeln ist empfehlenswert, eine Taschenlampe oder Petroleumlampe zu benutzen. Ja, ist mir schon klar. I know that. So, jetzt geben wir dem Shop noch Strom. Ugh. Indem wir hier die Sicherung umstellen. Und jetzt kann ich doch mit Sicherheit... Oh, Gott sei Dank. Okay. Tanken wir mal auf. Ah, ja.
ja, perfekt. Ich habe das Gefühl, Geld brauchen wir nicht da lassen. Oh, stimmt, ich habe ja einen Benzinkanister irgendwo zwischendurch gefunden. Ja, klasse, den nehme ich doch mit. Den habe ich jetzt voll gemacht. Und dann packen wir den da rein. Voller Benzinkanister. Ah, unten ist sowas wie eine Anzeige für wie viel ich schleppen kann. Okay, jetzt macht das auch mal Sinn alles. Brauche ich Zigaretten dringend? Anscheinend. Holz kann ich da auf jeden Fall mal reintun. Dann die Steaks. Weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Eine leere Flasche? Ich meine, ich hätte eine aufgefüllt. Ah ja, Flasche Wasser. Tun wir das mal da rein. Spitzzange und Zange. So. Jetzt. Ah, jetzt macht das auch alles Sinn. Jetzt macht das ganze Spiel Sinn. Nein, ich check jetzt erstmal die Häuser, wo ich gerade noch nicht war. Oh. Okay. Alles klar. Habe ich denn hier irgendwie sowas wie eine Anzeige, wie voll der Tank ist? Da unten, aber der scheint leer zu sein. Laut der Anzeige, aber ich fahre ja. Naja. Okay. Also. Wir fahren erstmal wieder zurück. Hier waren wir, denke ich. So, deine Karte raus. So. Ah, ja. Okay. Da vorne. Gut, das allererste Haus, da war ich glaube ich noch nicht. Also hier kam ich ja gerade her. Zu Anfang auch mal hin. Ah. Jo, jetzt kann ich hier auch raus. Das ist doch klasse. Irgendwas ungewöhnlich hier.